damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und Slabbert. Und willkommen in Kapitel 2. Gott, mein Kopf fühlt sich an, als wäre er geplatzt. Das ist das Stirnband. Was? Das Sklavenstirnband, das ich dir aufgesetzt habe. Das Ding ist von dir. Lass mich erklären. Nimm das Ding runter, oder ich reiß dir den Kopf ab. Nein. Nein? Klopfst du etwa, ich mach Witze? Kommando, stopp! Kommando, geh weg von mir! Was zur Hölle machst du da? Ich habe ein Sklavensturmband gehackt, damit ich es mit meiner Stimme aktivieren kann. Das löst eine systemische Schmerzreaktion aus. So werden die Sklaven kontrolliert. Kannst du nicht. Hört mein Herz auf zu schlagen, egal warum. Verpasst dir das Band eine tödliche Dosis. Wenn ich sterbe, stirbst du. Oh. Warum? Ich brauche deine Hilfe. Ich komme aus einem Windfarmerdorf. Es liegt etwa 300 Meilen von hier. Allein habe ich keine Chance. Gegen die Sklavenhändler und Max. Das ist der Deal. Bring mich zurück nach Hause, dann darfst du auch heim. Ich habe wohl keine andere Wahl. Haben wir beide nicht. Tut mir leid. Okay. Gehen wir. Heftige Grafikfehler hier. Also, Hammer. Kommando, bleib bei mir. Hey, was ist das für ein Zeug, das ich da sehe? Hab das Stirnband gehackt, damit du visuelles Feedback kriegst. Es ist mit deinem Schild und meiner Biometrie verbunden. Und deine Stimme? Es ist, als wäre sie in meinem Schädel drin. Ja. Wir haben jetzt eine ständige Audioverbindung. Toll. Die Landung hat dich ganz schön mitgenommen. Sollen wir weiter? Wer sind all diese Leute? Ist doch egal. Das muss eine Art Sammelpunkt gewesen sein. Ist das der Ausgang? Ach, hier geht's bestimmt nicht raus. Okay.
muss eine Zugbrücke sein. Soll wohl Max draußen halten. Hier sind ein paar Schalter. Die andere Seite ist blockiert. Kannst du rüber und den Weg freimachen? Oh, pass auf! So leise. Sie könnten in der Nähe sein. Was machen wir denn jetzt? Mach nicht so viel Krach. Oh. Scheiße. Aus dem Weg. Ich kümmere mich darum. Frei. Komm rüber. Ich komme. Wahrscheinlich. Hierdurch könnten wir rauskommen. Kannst du das wegräumen? Kannst du mir verraten, wie der Plan ist? Dich schnellstens nach Hause bringen, damit du mir dieses Ding vom Kopf nimmst und ich dich umbringen kann. Ich meinte... Ja, ich weiß, was du meinst. Siehst du den Rauch da drüben? Dort ist das Sklavenschiff abgestürzt. Als erstes gehen wir dorthin und gucken, ob meine Kiste den Absturz überlebt hat. Welche Kiste? Die einzige Möglichkeit, 300 Meilen zu schaffen. Zwei Räder und ein Motor. Schau dir das mal an. Hier müssen tausende Menschen gelebt haben. Mehr. Zehntausende? Vielleicht. Wie traurig. Was wohl aus ihnen geworden ist. Ausschalten.
wenn wir das durchstehen wollen. Musst du, wenn ich dich um etwas bitte, es auch erledigen. Und zwar sofort. Okay. Ich verstehe. Gehen wir. Okay. Ich glaube, wir können da lang. Was zur Hölle hast du da gemacht? Ist ein EMP-Puls. Hab ich von meinem Vater. Er schaltet kleine Max für ein paar Sekunden aus. Lang genug, damit ich wegkomme. Die Sicherheitstür funktioniert noch. Es muss hier irgendwo geladene Energiezellen geben. Egal. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Wir müssen zur Absturzstelle kommen. Max! Shh. Wir können nicht vorbeischleichen. Ich gehe rüber und lenk sie ab. Dann rennst du los. Noch nicht überstanden. Da drüben ist der Ausgang. Aber wir schaffen es nie über den Spalt. Vielleicht kann ich sie dieses Mal ja ablenken. Ich könnte einen Köder basteln. Lenk ihn ab! Okay, ich hab's. Los! Es wird schwächer. Vorsicht! Blöd gemacht mit den Befehlen. Max! Shh. Wir können nicht vorbeischleichen. Ich gehe rüber und lenk sie ab. Dann rennst du los. Hey! Hey! Hey!
drüben. Wir haben es noch nicht überstanden. Da drüben ist der Ausgang. Aber wir schaffen es nie über den Spalt. Vielleicht kann ich sie dieses Mal ja ablenken. Ich könnte einen Köder basteln. Hey! Okay, überlass das mir. Ich schalte die Max aus. Hey! Ich kann den Köder einsetzen, wenn du willst. Er kann die Tür nicht hacken. Keine Deckung. Okay, überlass das mir. Ich schalte die Max aus. Schwächer! Vorsicht!